Die Rosskastanien, Aesculus, auch nur Kastanien, insbesondere für die Früchte, sind eine Pflanzengattung in der Familie der Seifenbaumgewächse, Sapindaceae. Die etwa 12 Arten sind auf der Nordhalbkugel in Nordamerika und Eurasien heimisch. In Europa wird die gewöhnliche Rosskastanie verbreitet als Park- und Alleiebaum angepflanzt, eine teilweise Namensübereinstimmung mit der Edelkastanie, Castanea sativa, beruht auf einer oberflächlichen Ähnlichkeit der Früchte, nicht auf Verwandtschaft. Beide gehören unterschiedlichen Gruppen an. Die ältesten gefundenen Fossilien der Gattung stammen aus dem Paläozän. In Europa stammen die ältesten Funde aus dem Oligozän. Die Gattung Aesculus ist auf der Nordhalbkugel verbreitet und kommt hier vorwiegend in der gemäßigten Klimazone vor. Das Verbreitungsgebiet der Gattung ist zersplittert, disjunkt und gliedert sich in drei Teilgebiete. In Nordamerika kommen 7 Arten von der West- bis zur Ostküste vor, in Asien 5 oder 6 Arten vom Himalaya-Gebiet über Südostasien und China bis Japan. Eine Art, die gewöhnliche Rosskastanie, ist in Südosteuropa heimisch, wird jedoch in Europa verbreitet angepflanzt. Die Gattung der Rosskastanien, Aesculus, ist die einzige der drei Gattungen der Unterfamilie der Rosskastaniengewächse, Hippocastanoideae, die vom Menschen in Kultur genommen wurde. Die meisten Aesculus-Arten sind schnellwüchsige, dekorativ belaubte, mittelgroße bis große Bäume. Nur wenige Arten sind strauchartig, mit auffallenden Blütenständen mit zahlreichen oft farbigen Blüten. Verschiedene Arten und ihre Sorten werden daher fast weltweit häufig als Park-, Allee- und Straßenbäume angepflanzt. Alle Teile der Rosskastanien sind schwach giftig. 6, 7, die bei der Einnahme von Pflanzenteilen auftretenden Verdauungsstörungen werden vermutlich von den Saponinen und dem Glucosid Esculin verursacht, möglicherweise tragen auch Alkaloide dazu bei. 8, Pferde können nach dem Konsum von Kastanien Koordinationsstörungen erleiden. 9, während Hirsche und andere Säugetiere die enthaltenen Stoffe im Verdauungstrakt neutralisieren können. Gegessen werden die dort heimischen Rosskastanien von den Menschen auf den japanischen Inseln seit der Jomon-Zeit, nachdem die unverträglichen Stoffe durch Kochen und langes Wässern ausgelaugt werden. 10, 11, 12, auch in Nepal werden die dortigen Rosskastanien gegessen. Amerikanische Indianer zerdrückten Rosskastanien und gaben den Brei in Ruhen der Gewässer, um dort lebende Fische zu betäuben oder zu töten. 8, 13, sie nutzten die Früchte ebenfalls als Nahrungsmittel. Zur Nutzung der in Europa verbreiteten Art siehe gewöhnliche Rosskastanie Hashtag Nutzung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.